Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von Factorio. Ja, wir sind drin, ne? Und ich habe ein kleines Problem, vielleicht weiß ich aber noch nicht, das müssen wir mal sehen. Ich habe, es gibt eine neue Version, ich habe die auch updaten wollen, aber das Update brach dann ab. Weiß noch nicht genau warum, aber halb so wild. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alles richtig läuft oder nicht. Könnte vielleicht ein Problem geben, weiß ich noch nicht. Momentan sieht's ja ganz gut aus, ne? Und mal hoffen, dass es auch so weitergeht. Okay. Wir hatten letztes Mal Solarpanels angeschmissen, ne? Sind da schon welche drin? Ja, einer. Gut, dann geht ja schon was. War das jetzt der zweite? Nein, da wird was anderes noch eingesammelt. Ich weiß nicht was, aber es wird noch was eingesammelt. Es werden auch schön viele Tränke gemacht. Es wird auch viel geforscht. Wo kommt das Solarpanel weg? Hier? Ja. Werden produziert oder... Nee, wird nicht produziert. Elektroteile fehlen uns, alles klar. Und die werden hier produziert und dafür fehlt uns Kupfer. Beziehungsweise Kupferkabel, ne? Und die Kupferkabel werden eigentlich hier gemacht, oder? Ja. Kupfer ist zu wenig auf dem Markt. Warte, wir haben bestimmt Kupfer im Lager. Gut, jetzt läuft's mehr. Ja, jetzt läuft's richtig viel wieder. Der hört gar nicht auf zu drehen, oder wie sehe ich das? Immer im Kreis. Gut, okay, geht weiter. Und der hat jetzt da auch Teile genommen. Haben wir denn noch irgendwo einen, den wir noch dafür nehmen können, wo nichts passiert? Hier würden Roboter gebaut werden. Da fehlen aber Elektroteile. Und hier fehlen auch Elektroteile. Roboter werden gerade gar nicht gebaut. Hier gibt's Tränke und die sind in diesem Moment viel zu viel. Was haben wir hier? Und hier. Die werden gerade gar nicht gebraucht, ne, oder? Da läuft's. Der macht nichts, das ist doch schon mal schön. Wo ist denn hier das Kupfer? Kupferdraht. Hä? Hier definitiv nicht. Hier müsste es sein. Jungs, wo ist Kupfer? Da sind Kupferplatten. Wo wird denn Kupferdraht hergestellt, bitteschön? Hallo? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder was? Ah, da unten. Gut. Nur leider kommt hier kein Kupfer vorbei, oder? Ist aber auch kein Problem, weil wir haben noch 100 hier. Wenn hier kein Kupfer vorbeikommt, wie kriegen wir denn da Kupfer hin? Elektroteil läuft da gerade durch. Warte, das ist ja ein intelligenter, ne? Wo ist das Kupfer? Da ist es. Okay. Jetzt müssen wir gucken, ob er auch welches rüberpackt, aber da kommt auch kaum was an, ne? Woran liegt's? Das Förderband dort bekommt. Doch, könnte Kupfer bekommen. Mal Kupferplatten gehen da gar nicht lang. Ja. Wo müssten Kupferplatten lang? Hier ist irgendwo kein Ofen, der produziert, oder wie sehe ich das? Der hier würde das machen. Da sind auch drin, aber der kann nicht absetzen. Der kann gerade nicht absetzen.
funktioniert das denn weniger auf dem Band mal? Da sind lauter Zahnräder momentan drauf. Kriege ich das irgendwie hin, dass der doch absetzen kann? Momentan wohl nicht. Ist der Stau ein bisschen vorbei? Oder? Nö. Kann ich auch so aufsammeln wieder, ne? Und? Jetzt haben wir da was von mitgenommen? Ja. Der nimmt jetzt auch nichts runter. Kommt. Ah doch, jetzt hat er was genommen. Alles klar. Geht auch, wenn es sein muss. So. Eisen. Der holt sich das da weg. Und der holt das auch da weg. Und dieser. Ich glaube, wir haben Eisenöfen genug. Das heißt, wir können hier mal umbauen. So, den müssen wir wegräumen, dann geht's auch, ne? Achso, der macht jetzt die Stahlträger. Brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Ja. Oh, Forschung fertig. Schaden 2. Was braucht man? Was wollen wir erforschen? Das ist die Frage, ne? Hohlfeuerrate 3. Hohlfeuergeschwindigkeitsbonus. Ja. Wir machen mal die fortgeschrittene Arbeits... was ist das denn hier? Zeit einer Einheit im Labor zu forschen. Okay. Wissenschaftspaket, Forschung benötigt. Ja. Benötigt Stahlverarbeitung. Hochofen. Den bauen wir mal. Einfach um zu gucken, was dabei rumkommt, oder? Okay, Zeug ist da. Gucken wir uns mal an. Was passiert hier? Das ist die Frage, ne? Nix. Sieht nur so aus. Alles gut. Wo laufe ich denn jetzt hin? Wollte hier noch reingucken. Da reingucken. Und da reingucken. Ist überall genug da. Ja, wir müssen noch weiter erforschen. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Solarpanels. Es fehlen immer noch Elektroteile. Die kommen gerade von da. Wird jetzt gleich eins wieder genommen. Es geht ein bisschen schleppend damit rund, oder? Oh, guck mal hier. Hier sind Elektroteile. Die laufen da gar nicht weiter, weil so viele Zahnräder hier auf dem Band auch sind. Warum sortiert der die da nicht richtig hin? Ach, die hier. Schade, ne? Funktioniert da irgendwie nicht. Das bedeutet, ich brauche noch so ein Teil, habe einen Tunnel. Da brauche ich so einen.
Und den muss ich dann dahin pflanzen. So, jetzt gehen die Teile auch durch, oder? Jep. Alles gut also. Ja, die gehen natürlich ziemlich langsam voran. Hier brauchen wir Fließbänder und dann machen wir schnelle Fließbänder dadurch. Gut, die lassen wir mal noch laufen. Weil wir es können. Kupfer bauen wir auch ein, weil wir es auch können. Und der geht bald kaputt, weil er so viel dreht, ne? Ja, gut, die Bänder kommen gleich, die Elektroteile kommen gleich hier runter. Dann sind die auch wieder im Kreislauf. Gut. Da kommt jetzt einer vorbei. Die werden hier produziert. Ach so, die wurden da oben abgelegt dann, ne? Alles gut. Ja, die werden hier abgelegt. Super. So, er nimmt jetzt welche an und dann geht es hier auch mit denen weiter. Zweite Runde geht hier lang. Wird nicht aussortiert. 5 Panels haben wir schon. Und die kommen jetzt hier an und flitzen dann da schneller vorbei. Hier geht es nicht zu produzieren, warum auch immer. Kupfer fehlt, haben wir hier noch was, legen wir mal rein. Aber da kamen jetzt sowieso gerade welche. Gut. Sieht doch ganz gut aus, oder? So, der packt von beiden Seiten zu. 15 brauchen wir für einen, ne? Ja. Und da wird wieder eins produziert. Und kann ich abgelegt werden, oder wie sehe ich das? Ist aber gerade wieder ganz wenig unterwegs, ne? Hier fehlt es wieder an Kupferkabel, ne? Ah. Ich glaube, ne, der würde gerne absetzen, ne? Oder? Ne, macht er auch. Da ist einer am Ausgang wahrscheinlich vorsitzend. Wird schon werden. Solarmodule 50. Stahlträger brauchen wir auch. Kupferplatten, ja, die dürfen wir gar nicht weggeben, ne? Eisenplatten 3000, Stahlträger 1500, panzerbrechende Munition. Die müssen wir erst noch herstellen. Haben wir gar nicht hier, oder? Schrotflinte, Maschinengewehr, Pistole. Und hier haben wir nur normale Munition. Schrotpatronen, Steinwand, Navigierturm und Radar. Fehlt uns irgendwie noch was, ne? Da braucht man diese ganzen schicken Teile erst dafür. Aber man muss ja da etwas erforschen, ne? Oh, das ist ja schon gleich fertig. Das dauert ja gerade noch ein paar Sekunden, ne? Dann haben wir ein Fortschrittding hochrufen, oder wie hieß das Ding? Da ist er fertig.
Kugelschaden, Kugelfeuerrate. Ich würde jetzt fast sagen, wir machen mal das. So. Und wo finde ich diesen intelligente Kiste, ne? Ey, was? So schnell ging das? Krass. Ich muss gerade die Maschine nur finden. Den Ofen, das ist ein Ofen, keine Maschine. Wo finde ich den Ofen? Hier. Da ist er. Ziegelsteine. Wo kriege ich denn Ziegelsteine her? Hier sehe ich jetzt keine Ziegelsteine. Das wird ja schwierig mit den Ziegelsteinen wahrscheinlich da unten. Steine braucht man dafür. Und wird im Ofen hergestellt. Gut. Und die sind da. Das bedeutet, der liefert aus. Und der macht jetzt Ziegelsteine. Die laufen da auch gerade rum. Kann der sowas noch abnehmen? Nee, kann er nicht. Kupferplatten nicht, sondern wir brauchen Ziegelsteine, die dort unten, was daneben, Beton. Okay. Wir sammeln jetzt Ziegelsteine dann noch ein. Gut, müssen wir schauen, dass wir die Ziegelsteine kriegen. Achso, Forschung. Forschung ist noch offen, ne? Genau. Dann sind wir fertig. Ist jetzt nicht das, was ich brauche, mehr geworden ist. Eisenrüstung. Kugelfeuergeschwindigkeitsbonus. Kugelschaden. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt so ungefähr das Erste, was ich sagen würde, was wir machen, ne? Machen wir das. Ja, nur Rotes braucht man. Wird schnell gehen. Gut, aber ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei der Folge. Würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.